Ich habe mir ein neues Format ausgedacht, worauf ich wirklich übelste Bock habe. Und zwar geht es um mein iPhone bzw. mein Handy und die Fotos und Videos, die ich damit gemacht habe. Für all die, die auf dem neuesten Stand sein möchten, können mich bei Instagram hinzufügen bzw. mir auf Instagram folgen. Ich heiße dort Sandy Dynamite, glaube ich. Auf jeden Fall steht es hier. Und dort seid ihr halt immer auf dem neuesten Stand und könnt mich dort gerne hinzufügen, wie ich es gerade schon meinte. Allerdings habe ich mir überlegt, dass ich euch einfach spezifisch Fotos zeige, die ich gemacht habe oder auch Videos, die ich hier einblenden werde und dann euch dazu so eine Art Story erzähle. Was war da und keine Ahnung. Mal gucken, wie das Video jetzt wird. Und ja, könnt es so eine, wie so eine Art Tagebuch euch ansehen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich diese Serie nennen werde. Werdet es ja dann später lesen können. Und oder ihr könnt mir auch gerne Vorschläge machen, wie soll ich diese Serie nennen. Das wäre ganz cool. Auf diesem Foto sehen wir den lieben Tolga Seert. Sein Kanal befindet sich auch unten in der Infobox. Und zu dem Zeitpunkt war ich mit ihm beim Burger King. Da war er nämlich einmal vor 3 Wochen oder so war das, einen kompletten Samstag bei mir bzw. bei uns hier im Dörfchen. Und da hat er nämlich gerade meinen Whopper abfotografiert, weil dort ein A, also ein A drauf war. Und er ist ja so ein, wie hieß die Serie nochmal, Pretty Little Liars Junkie. Und da ist das ja auch irgendwie so, dass A immer Nachrichten versendet mit, ja, ihre Initialie, wie auch immer. Und deswegen fand er das so cool und das war so ein Zeichen für ihn. Und deswegen hat er das A auf meinem Burger fotografiert. Also die, die die Serie kennen, wissen, warum er das getan hat. Ja, interessant, ne? Auf diesem Bild mache ich Party mit Sven und Tolga. Also ich werde beide Kanäle unten in die Infobox verlinken. Dort haben wir nämlich für den XXL Tour Day gedreht. Und das war ganz lustig. Also wir haben mitten auf dem Feld rumgetanzt und mit Konfetti Party gemacht und durch die Gegend geworfen. Das war ganz cool. Also da habe ich auch ganz, ganz, ganz viele Fotos gemacht. Vielleicht werde ich, ich denke mal, ich werde ein paar einblenden von dem Nachmittag. Hat voll Bock gemacht. Auf dem Feld, zwischen den Feldern zu feiern. Gott, oh Gott. Ihr solltet niemals euer Handy an Sven weitergeben. Falls doch, entsteht sowas hier. Er hat schätzungsweise 50 Bilder mit meinem Handy gemacht. Einfach nur von sich und hat sich die ganze Zeit fotografiert. Ach, Svenny. Das sind so viele, können es nicht nochmal. Sven, Sven, Sven. Auf dem nächsten Bild hat mein Auto Geburtstag gefeiert. Ich habe ganze 50.000 weg. 50.000 Kilometer bin ich nicht ganz mit meinem Lupo gefahren. Also ich habe mir ein Lupo gekauft, als ich 28, also als er 28.000 weg hatte. So, und jetzt hat er 50.000 weg. Und deswegen muss ich das fotografieren, weil das ist ja eine coole Zeit. Zeit. Nun zeige ich euch ein Video, welches Sven mit seinem Handy gefilmt hatte und mir daraufhin geschickt hatte. Das war auch am selben Tag, als Tolga bei uns zu Gast war. Mein Schatten stören, mein Tag ist alles aus. Ist der Fall, denn ich bin blind. Durchgehend online. Online, durchgehend online. In der Bahn, beim Autofahren, beim Mittagessen, wie du kannst, wir sind voll im. Ja, war auch sehr cool. Romina war auch dabei und haben deftig gefeiert bei uns im Dorf. Hat schon Bock gemacht. Und sind natürlich zu durchgehend online von den Lochis total abgegangen. Wenn ihr euch das Lied mal, also ich kann euch das Video von den Lochis unten in die Infobox verlinken. Und falls ihr euch die Single kaufen möchtet, werde ich euch auch einfach mal alle weiteren Links unten in die Infobox posten. Das ist ein echt cooles Lied. Also ihr habt ja gesehen, wie wir abgefeiert haben. Geiler Song. Auf dem nächsten Bild ist zu sehen, es ist so eine Art Behind-the-Scenes-Foto. Da kann man sehen, dass das eigentlich gar nicht so professionell ist,
wie es in den Videos erscheint. Man beachte nur die vielen Glossy-Boxen, die ich verwendet habe, damit ich geradewegs in den Spiegel gucken kann. Also das sind, wie viele Glossy-Boxen waren das? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Glossy-Boxen auf einem Mülleimer. Ja. Und so sieht es dann immer aus, wenn ich filme. Also wenn ich mich schminke und ich mich filme. Weil das ist so. Seht ihr ja. Cool, ne? Auf dem nächsten Bild seht ihr mich als Anime-Puppe. Anime-Manga-Figur. Das Video dazu verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. War cool, auf jeden Fall. Hat Bock gemacht, das Video zu drehen. Findest du nicht auch? Mhm. Mhm, war cool. Auf dem nächsten Bild seht ihr ungefähr 50% meiner Nagellacke, weil ich nämlich mein Nagellackregal mal wieder entstauben musste. Das ist nämlich der etwas kleinere Anteil, wenn man seine Nagellacke öffentlich präsentieren möchte. Und dann setzt sich natürlich sehr viel Staub auf die Nagellacke drauf. Das sieht man auch schön im Bild, finde ich, dass die Nagellacke total verstaubt sind. Aber ich muss auch zugeben, das war auch das erste Mal, seitdem ich mein Zimmer so eingerichtet habe, wie es jetzt ist, dass ich das abgestaubt habe, also meine Nagellacke. Auf diesem Bild seht ihr mich mit Dagi und einem Regenschirm. Und das war so eine kleine Fotosession, nachdem wir im Coyote waren. Und war wohl sehr windig, wie es ausschaut. Ich war vor einigen Tagen mit Lina und dem Andreas unterwegs. Und wir sind nämlich in Planung für, also wir wollen ein neues Fotoshooting machen mit mir, damit mein Kanal, also der Banner, schöne neue Fotos hat, also damit ich einen schönen neuen Banner habe und schöne neue Fotos für Facebook und für meine Facebook-Gefällt-mir-Seite und hast du nicht gesehen. Und Andreas ist halt der Fotograf und wir haben uns halt eine Location ausgesucht. Also ich habe schon so ungefähr im Kopf, wie ich es haben möchte, aber genau wie werde ich euch nicht erzählen, weil das werde ich natürlich alles festhalten, weil ich euch mitnehmen werde bei diesem Fotoshooting. Auf jeden Fall haben wir nach einer Location gesucht und ich habe dann einfach mit dem Handy gut Glück ein Bild gemacht aus dem Auto heraus. Und wenn ihr jetzt das Bild seht, ist das nicht Hammer geworden? Ich finde, das sieht richtig professionell aus, als ob ich das schon jahrelang machen würde. Also das ist echt nur, das war einfach so ein Schnappschuss, welches so gut geworden ist, dass man hätte sogar denken können, dass das ein richtiger Fotograf gemacht hat. Aber ich habe das wirklich mit meinem Handy gemacht. Ich bin voll stolz auf mich. Sieht echt voll gut aus, ne? Dann haben wir hier ein Foto, welches ich in England gemacht habe. Ich war in England, deswegen kam jetzt auch die letzte Woche nichts von mir auf YouTube, also so gut wie gar nichts. Und das, was ihr jetzt seht, ist das beste Essen, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Geschweige denn die besten Spare Ribs. Oh mein Gott, das hat so hammergeil geschmeckt. Das war so wie eine Art Geschmacksexplosion, Orgasmus in meinem Mund. Das ist echt der Hammer. Das hat so, so geil geschmeckt. Und ich weiß, dass ich es jetzt eine ganz, ganz lange Zeit nicht essen werde, weil ich natürlich nicht in England lebe, sondern hier. Aber es war so lecker. Also das waren Spare Ribs mit dieses Coleslaw-Salat. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das gibt es aber auch beim KFC. Und dann halt Pommes und so Chicken. Nennen wir es Chicken. Chicken ohne Knochen. Filet oder so, genau. Aber das war so geil. Oh Gott, wenn ich dran denke, könnte ich schon wieder essen. Das war echt das beste Essen, was ich je gegessen habe. Hammerhart, ey. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und an dieser Stelle würde mich doch interessieren, welches Handy du hast, beziehungsweise welches Handy ihr habt. Schreibt mir das einfach unten in die Kommentare und schreibt mir noch dazu, ob ich dieses Format weitermachen soll oder nicht. Weil ich finde, das ist ganz interessant. Also, dass ich das ja so monatlich vielleicht mache, also jeden Monat, weil ich fotografiere echt viel und es gibt immer echt viele Fotos und finde ich immer ganz interessant. Ich meine, man schnüffelt ja auch gerne in den Fotoalben anderer Leute rum und deswegen dachte ich mir, hey, schnüffelt doch mal in meinen Fotos rum. Und ja, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für mehr Fotos habe ich euch gerade schon gesagt. Folgt mir einfach auf Instagram und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
Hallo Welt, kannst du mich hören? Du darfst mich nicht beim Chatten stören. Mein Tagesablauf ist sehr klein.